Hallo, ich bin's Dave von Flayer. Ich habe angefangen Guild Wars zu zocken und wollte es euch jetzt mal kurz zeigen. Hier bin ich in Löwenstein, da wollte ich euch zwei Schätze zeigen. Erstmal müsst ihr zu diesem Wegmarker Weitschuss. Dann seht ihr hier, dass ihr so am See steht. Und da müsst ihr hier an diesen Wasserbrunnen vorbei oder Bewässerungsanlagen. Über diese Treppe hier, einmal vor die Mühle, das sieht man auch gleich, dass man hier gegenüber vom Turnierplatz ist, oder wie das heißt, da hinten, da. Dann werden wir jetzt den Strohballen hier hoch. Erstmal durch das Gebüsch, was ein bisschen wirrwarr ist. Dann werde ich euch das nochmal von hier zeigen. Hier sieht man nochmal den Trainingsplatz, den Wasserfall, sehr schöne Aussicht. Alles toll. Ich finde das Spiel sehr gut. Ja, dann gehen wir hier hoch. Durch dieses Gebüsch, sehr viel wirrwarr. Diesen kleinen Weg hier lang. Ja, ich zeig's euch. Durch den sind wir da gekommen. Dann gehen wir hier die Steine hoch und springen erstmal. Hier ist es so, nicht wie die meisten denken, hier durchs Gebüsch. Das haben schon viele mich gefragt, ob man hier durchs Gebüsch muss. Nein, man muss hier hoch, um zum Schatz zu kommen. Ja, dann ist hier noch ein Aussichtspunkt. Ich habe den jetzt schon mal entdeckt. Deswegen entdeckter Aussichtspunkt, da bin ich lang gelaufen. Ja, ich kann es noch mal kurz zeigen, den Aussichtspunkt. Ja, dann sieht man auch hier schön runter, aber ne, schauen wir uns jetzt nicht ganz an. Dann müsst ihr euch hier so auf die Zähne stellen, runterschauen. Dann müsst ihr auf diesen Vorsprung runterschauen. Schauen, ob ihr auch gut steht und so, nicht an die Wände kracht und so. Und dann müsst ihr vorwärts laufen und springen. Ich würde euch raten, diesen Schatz erst mit Level 12 zu machen. Ne, mit Level 15. Ich habe es schon mit Level 11 geschafft, aber nur mit gut Glück. Ich bin schon 18 Mal gestorben oder so. Ja, dann kommt man hier durch diese Höhle. Nicht wie die meisten denken, hier unter Wasser ist der Schatz irgendwo. Nein, man muss über die kahlen Steine mal wieder. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ja, hier. Ja, und dann hier lang an diesem... Ja, jetzt hoch. An diesem Holzkiste vorbei oder wie man das nennt. Ich weiß es nicht. Bierfass bestimmt. Dann sehr schöne Aussicht noch. Da kommen wir aber später zu. Da, von da sind wir gekommen und hier ist dann jetzt ein kleines, schönes Labyrinth. Hier sind drei Wege, 1, 2 und 3. Ja, was ist das Blaue? Ich kann es nicht lesen. Wo ist es? Da stand es doch gerade. Ja? Seltsames Licht, aha. Dann gehen wir aber den linken Weg und hier ist eine blaue Fackel, eine Sackgasse. Was machen wir? Einfach durch. Immer blaue Fackeln. Weitergehen. Da oder da lang? Nein, wir gehen durch den Stein. Ja. Dann hier auch wieder durch neben der blauen Fackel. Dann sind wir jetzt an einer höher gelegenen Position. Auch sehr eine schöne Aussicht. Ich finde es gut. Hier kommt man über einen kleinen Wasserfall. Gott sei Dank wird man vom Wasser nicht runtergespült und muss dagegen ankämpfen. Dann muss man über diese Steine hier. Oh, jetzt bin ich abgerutscht. Muss man über diese Steine hier und jetzt da zu einer Treppe. Diese Treppe führt zu einem Gewölbe und dieses Gewölbe hat Speere aus Decke und Seiten. Und in diesem Gang muss man immer in der Mitte nur laufen. Ich laufe jetzt mal kreuz und quer, weil dann zeige ich euch, man kann nicht einen treffen. Hier ist bei den Speeren das auch so, dass man in der Mitte läuft. Hier demonstriere ich euch mal, was passiert, wenn man runterfällt. Ja, das passiert. Ja, und jetzt
Nein. Mann, dann müssen wir uns wohl gleich heilen, mal mit 6. Meine Rüstung ist auch schon ganz beschädigt. Muss ich mal wieder heile machen. So, dann geht's jetzt weiter. Einmal hier lang, über dieses. Und da muss man jetzt immer schneller sein als die Pfeile oder Speere, sonst wird man getroffen. Deswegen roll ich, weil man dann schneller ist. Ja. Wir haben es geschafft, wir sind nicht verletzt und nicht gestorben. Hier ist das Problem, was die meisten haben. Alle denken, man muss links herum, aber man muss rechts herum. Man muss nämlich hier dann runter. Also nicht da hoch, sondern runter. Und dann noch ein runter. Und da muss man jetzt auf diesen kleinen Felssprung, also wenn man runterspringt, rechts auf diesen kleinen Felssprung und hier rüber. Hier eine schöne Aussicht, von da sind wir gekommen. Ja, ich finde es hier sehr schön. Und ich wollte noch sagen, manchmal sind meine Finger schneller als mein Mund, deswegen. Das ist sehr schwer, ich versuche es jetzt mal ohne Fackel. Es ist eigentlich dunkel. Nein, ich habe es nicht geschafft, dann hole ich mir jetzt eine Fackel. Fackel gibt's da hinten, eigentlich leuchtet sie meistens, aber jetzt ist sie irgendwie nicht da. Das ist das blaue Licht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Vielleicht habe ich eine Fackel im Inventar. Nein, habe ich. Aber da sind meine Minions. Juhu. Oh, eine Fackel. Gut, dann hier hoch und Bunny Hops und nochmal Hops und hier mit 2 kann man werfen. Naja, hier rüber. Dann versuche ich mit 1. Nein, da stoßt man nur vor mit 2. Fertigkeit war gerade eben noch nicht aufgeladen. 2 und schneller. Und 2. 2. 2. Und 2. Und 2. Und 2. Und 2. Nein, natürlich drücken wir nicht andauernd 2. Irgendwie habe ich gerade einen Bug. Ich habe noch eine Fackel. Immer gelbes Licht. Da steht 3 Wege. Einmal ohne Fackel. Grüne Fackel und gelbe Fackel. Immer gelbe Fackel. Grüne Fackel werdet ihr sterben. Dann sind wir hier schon beim Schatz von so einem komischen Opa. Von Hauptmann Wayand oder so. Ich öffne die Kiste jetzt mal. Ja, und was haben wir drin? Ein Handschuh und ein bisschen Fleisch oder so. Ich glaube, das bringt mir nicht viel. Dann müssen wir jetzt zur Wegmarke Gasthaus Löwenstein erstmal teleportieren. Ich habe Löwenstein schon 100%, deswegen kenne ich alles. Ich kenne auch sehr viele Schätze in der Welt. Also, wenn ihr noch mehr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare oder an die E-Mail, die in der Beschreibung steht. Ja, dann laufen wir jetzt von diesem Rundpodest, was ihr gerade eben gesehen habt, einmal. Dann wollt ihr mir entschuldigen. Es ist gerade eben leider weg gewesen, das Video irgendwie. Deswegen muss ich jetzt alles neu machen. Viel Spaß. Also, dann sind wir jetzt hier, wo wir gerade eben aufgehört haben. Laufen an diesem blauen Moor lang. Ich weiß den Namen immer noch nicht genau. Einmal hier über diese Brücke. Dann in diese Höhle, sie wird besiedelt von Urmaug. Urmaug, so ein komischer Teufel. Dingsbums. Da sind auch Leuchtkäfer. Und ja, ich glaube, ich werde das hier nicht fehlerfrei hinbekommen, aber ich versuche es. Also, ich springe hier und da. Und da. Hier einmal rüber und dann auf diese Spitze. Ja, und ich hab's gesagt. Meine Finger zittern sehr deswegen. Ich weiß auch nicht. Diesen Weg hier kennt ihr ja schon. Dann jetzt hier rüber. Das haben wir jetzt geschafft. Auf diese Plattform. Und immer höher arbeiten. Dann müssen wir jetzt... Also da seid ihr jetzt lang gegangen. Dann müssen wir jetzt hier hoch. Da hoch. Darüber und dann auf die andere Seite springen. Von da ein höher auf diese Seite springen. Wieder auf die nächste Seite springen. Und ganz hoch. Dann müssen wir hier links hoch.
Und von da seid ihr gekommen und dann diesen kleinen Sandweg, wo man abrutscht, muss man doppelt Leertaste drücken. Diese Steine hier hoch. Diesen Weg könnt ihr euch eigentlich selbst suchen. Deswegen, ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten, hier hochzukommen. Ja, und dann sind wir ja auch schon fast da. Weil ich gerade eben schon die Truhe geöffnet habe, wird sie wahrscheinlich noch offen sein. Ja. Ja, und dann mache ich das jetzt mal auf. Und das war's dann für heute, Leute. Danke. Tschüss.